Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Car Mechanics Simulator 2014 hier in meiner kleinen bescheidenen Werkstatt und wir haben ein neues Auto, ein neues Problem hier vor uns stehen. Dieser giftgrüne Wagen, der mich ein wenig an... Ja, was könnte es sein? Oder so ein... Sieht aus wie ein Golf, ne? Das könnte ein Golf sein. Naja, schauen wir uns mal an, was der für ein Problem hat. I haven't driven my car for 2 months and it won't start anymore. Find the solution. Aha, ja, dann wollen wir uns vielleicht erstmal den Motor anschauen. Das sind vielleicht die Zündkerzen. Ich bin ja mittlerweile ein Zündkerzen-Spezialist, was das angeht. So, wie sieht's hier aus? Mit den Ignition Wires. Okay, so nicht ab. Gut, jetzt muss ich erstmal... wie ging das denn nochmal? Hier alles abschrauben, genau. Jetzt mal den Deckel abnehmen. Dann kann ich mir die Dinger ansehen, oder? Muss ich die abnehmen? Die sind bei 95%. Was machen die Zündkerzen? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Zündkerzen alle rausziehen muss oder ob ich die mir so ansehen kann. Ah, die kann ich mir so ansehen. 95%. Auf 95%. Ja, das scheint alles in Ordnung zu sein. Vielleicht liegt es dann doch an der Batterie. Ich weiß es nicht. Dann können wir die Zündkerzen mal wieder einsetzen, die wir gerade rausgenommen haben. Genau. Ja, komm, mach mal rein da. Ja. Die Verkabelung können wir auch wieder dran machen. Den Deckel auch wieder drauf. Schauen wir uns erstmal die Batterie an. Vielleicht ist es ja eine ganz easy Lösung. Na bitteschön, da haben wir es doch. Die Batterie. Die Batterie, ja. Nehmen wir die mal raus. Kaufen ihm eine neue. Und auf die Rechnung schreiben wir ihn. Oh, Motor ausgetauscht. Das wird teuer. $5000. Anstatt hier eine Batterie für... $350 für so eine verdammte Batterie. Naja, $600 kriegen wir für den Auftrag, dann ist das ja immer noch, haben wir immer noch unseren Schnitt. Aber ich hätte natürlich lieber beschissen. Ich meine, natürlich nicht. So, war's das? Ja, es war nur die Batterie. Okay, das war jetzt nicht so anstrengend, das war ja für mich jetzt keine Herausforderung hier. Bei Autoteile MS Standard. Oder Stopp-Pit. Oder... Sonst fällt mir keine Werkstatt ein. Nur die beiden. Okay, was haben wir als nächstes? My engine stops working sometimes for about half a second. I was in another garage, but they didn't find anything. I don't have time to drive from one mechanic to another. So money is not an issue here. $5000 finds a solution. Okay, also der Motor hat Aussetzer, habe ich das richtig verstanden? Was ist das überhaupt für eine Karre? Ah, so einen dicken V6. Hast du nicht gesehen. Gut, kann ich auch mit umgehen. Gut, gehen wir chronologisch vor. Was können wir hier alles begutachten? Das Teil können wir nicht begutachten. Die Batterie. Die funktioniert perfekt. Können wir sonst noch irgendetwas hier uns ansehen? Nein. Gut, dann werden wir den Motor mal auseinandernehmen, so wie sich das gehört. Vielleicht schauen wir uns vorher noch den Starter an. Der müsste ja hinten sein, oder? Nä. Wo ist er denn? Ist der gar nicht hier? Hallo? Starter? Starter? Der war doch immer hier hinten. Jetzt ist er weg. Ist ja ein Ding. Schauen wir uns vielleicht mal das Ding hier an. Ah, heißen wir das mal runter. Das hatte 95%. Und das hier ist die Lichtmaschine. War das die Lichtmaschine? Schauen wir uns die mal an. Die müssen wir abreißen dafür. Ja, dann machen wir das. Ah ja, und wieder schrauben. Schrauben, schrauben, schrauben. Yo, 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 yo. Ne, der ist in Ordnung. Gut, nehmen wir die anderen Teile auseinander, wie sich das gehört. Falls man nicht weiß, was man tun soll, immer alles auseinandernehmen. Dafür muss ich erstmal das Teil hier entfernen. Das ist auch in gutem Zustand, 95%. Das ist auch 95%. Alles okay. Die Wasserpumpe. Einfach mal alles abschrauben. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Ist auch in Ordnung. Sonst kann ich hier nichts mehr machen an dem Motor, oder? Die Teile kann ich mir auch nicht ansehen. Ja, dann schrauben wir halt wieder alles zusammen, was ich jetzt gerade rausgenommen habe. Woran könnte es liegen? Jetzt natürlich wird mir einfallen, der Starter, der Anlasser, aber wo
Wo ist der bei dem Fahrzeug? Der war bei den anderen Fahrzeugen immer hinten am Motor. Da hinten ist er, oder? Da sehe ich ihn doch. Ah, da haben wir ihn doch. So, muss ich dich abschrauben? Ja, ich muss sie abschrauben. Wieso komme ich da jetzt an die Schrauben nicht dran? Na, geht doch. Ne, der ist es auch nicht. Ja, verdorre ich nochmal. Wo ist denn das Problem? Ey, meine Motor hat aus, das war ja irgendwo. Das ist doch egal. Ist doch nicht so schlimm. Hauptsache, er funktioniert überhaupt. Dass die Leute sich auch immer so anstellen. Na, komm. Geh da rein. So. Hier haben wir bestimmt auch noch ein paar Teile vergessen, oder? Vielleicht sollten wir uns auch mal wieder die Zündkerzen ansehen. Weil die sind im Zweifelsfall doch immer. Müssen wir erstmal die Verkabelung hier abnehmen. Die ist in Ordnung mit 95%. Die Zündkerze. Die können wir ja so uns anschauen. 95. Ich meine, wenn der Motor Aussetzer hat, das könnte doch die Zündkerze dann sein, oder? Behaupte ich jetzt einfach mal. Na bitte, da haben wir doch eine faule. Schauen wir uns mal die Zündkerzen auf der anderen Seite an. Dann müssen wir die Verkabelung hier auch noch abnehmen. Ja, 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 es sind immer die Zündkerzen, wenn man nicht mehr weiter weiß. So. Die ist auch nicht mehr in Ordnung. Die ist okay. Die ist okay. Was ist das für ein Teil? Die Gearbox. Ne, Ignition Module. Okay. Was auch immer. Dann wollen wir sie mal rausnehmen, die Zündkerze. Sparkplug, eine ganz normale. Die dürfte auch nicht so teuer sein im Computer. Hab den Preis schon wieder vergessen. Wo war denn hier nochmal die kaputte? Das war die hier, genau. Ja, ich sag's doch, liebe Zuschauer, es sind immer die Zündkerzen im Zweifelsfall. Ja, fürchterlich. Ich kann mich noch an den einen Auftrag erinnern, wo ich nicht weiter wusste. Oh nein, was ist es, was ist es? Bis ich mal gemerkt habe, dass man auf diese kleinen Dinger da draufklicken dran. Dass es die Zündkerzen sind. Da haben wir doch. $30 nur. Und der gibt uns wirklich $5000? Dafür, dass wir in zwei Zündkerzen austauschen? Ah, ja, ja, ja. Ich mache das noch 2 Jahre, dann setze ich mich zur Ruhe. Sind die Leute doof. So. Nur was schreibe ich ihm auf die Rechnung? Kann ja nicht sagen, hier zwei Zündkerzen, $5000. Schreibe ich auch wieder drauf, Motor ausgetauscht. Das klappt immer. So, die Abdeckung muss ich glaube ich noch draufsetzen, oder? Genau. Das war's. Sollte es gewesen sein. Mal sehen. Nö. Das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Da muss noch irgendwo ein faules Teil sein. Ist ja wieder mal ein Ding. Aber was könnte es sein? Zündkerzen ausgetauscht. Der Starter, den haben wir auch ausgetauscht. Was ist denn mit den Geräten hier? X-Host Manifold. Mhm, ja, ist klar. Whatever. Mhm. Ich sehe auch nur grüne Teile hier. Ich sehe keine roten mehr. Das Teil kann ich ja... Das muss ich, glaube ich, abschrauben, oder? Es kann natürlich sein, dass das auch kaputt ist. Was auch immer das für ein Teil ist. Das sieht mir nach einem elektrischen Teil aus. Okay, dann werde ich mal die Verkabelung entfernen. Soll ich die Verkabelung entfernen? Hallo? Verkabelung? Achso. Ja, alles klar. Muss wieder die Deckel vom Motor ab. Mann. So, kann ich das Teil abnehmen hier? Ja, kann ich. Ignition Module, 17%. Da muss das auch ausgetauscht werden. Das andere vielleicht auch. Oh, ich hatte mich schon gefreut. Das ist nämlich bestimmt ein teures Teil, sag ich mal. Dann bleibt von den $5000 doch nicht mehr so viel übrig. Ja, beides hinüber. Kaufen wir 2 neue Ignition Modules, obwohl die können wir eventuell reparieren. Schauen wir doch mal, wofür haben wir denn unsere Werkbank? So, nein, nein, nein. Euch will ich nicht reparieren, euch auch nicht. Nein, das können wir nicht reparieren, das Ignition Module. So. Bin mal gespannt, was das kostet. Da ist es.
Ignition Wires, Ignition Module. $750. Na gut, sind dann $1500, die wir jetzt ausgegeben haben, plus die $30 da oder $60 für die Zündkerzen. Bleibt natürlich immer noch was übrig. Ach, naja, aber gut. Naja, so können wir ihm wenigstens erzählen, hör mal, da war wirklich was kaputt an deinem Auto. Und ich glaube, danach machen wir mal eine Testfahrt, ob der Wagen auch wirklich repariert ist. Denn ich will mal mit so einem V6 fahren. Bin noch gar nicht in dem Spiel. Und in Wirklichkeit. So, Klappe drauf. Affe tot. Und dann gehen wir mal eine Testfahrt machen. Ich habe erst gedacht, das ging nicht mehr in unserer neuen Garage. Geht aber wohl noch. Yay, wir können auch hier noch Gas geben. Wir können den Wagen ja nicht einfach nur übergeben. Wir müssen ja auch gucken, ist er in Ordnung? Ja, hört sich gut an. Wow, 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 wow. Fast in die Mauer. Das muss ja nicht sein. Bremskraft. Bremskraft ist irgendwie, nicht so, ne? Oder meine ich das nur? Ich meine, ich drück jetzt auf die Bremse. Der Wagen rutscht. Naja, egal. Hätte ich vielleicht auch mal überprüfen sollen, obwohl dafür bezahlt er uns ja nicht. So, jetzt wird Slalom fahren hier. Da kann einem schon ein bisschen übel werden. Dabei fällt mir ein, liebe Kinder, nicht trinken und Auto fahren, sowas macht man nicht. Ja, perfekt. Also Auto funktioniert wieder, den können wir so übergeben, würde ich sagen. Da haben wir wieder wunderbare Arbeit geleistet. Ja. Mensch, hier bei Autoteile MS Standard. Kommen Sie wieder. Geben Sie uns wieder $5000 für 3 kaputte Teile. Ich hoffe, das war's auch. Ja, leck's mit doch am Arsch. Das war's immer noch nicht. Na, dann gucken wir halt nochmal rein. Also manchmal... was könnte denn noch kaputt sein? Das haben wir doch alles überprüft hier, oder? Ach, vielleicht die Batterie an sich, oder was? Das könnte natürlich sein. Nee, die ist grün, die Batterie. Darf doch nicht wahr sein. Teile haben wir ausgetauscht hier. Das funktioniert soweit alles. Die anderen Teile, die haben ja hier nichts damit zu tun, oder? Was ist das überhaupt für ein Teil hier? Die Gearbox. Ja, die ist grün. Die funktioniert. Was könnte kaputt sein? Vielleicht könnte hinten was kaputt sein? Ich bock den Wagen mal hoch. Ich glaub's ja nicht, aber... verdammt, ich habe jetzt echt gedacht, wir hätten das Problem behoben. Naja. Gucken wir mal hier. Nee, das ist alles okay. Das ist alles super. Schauen wir uns die anderen Teile auch noch an. Nee. So. Was ist das hier? Der Muffler. Der Muffler ist auch in Ordnung. Die Piepe ist auch in Ordnung. Genauso wie der katalysatische Konverter. Und die Exhaust-Pipe ist auch in Ordnung. Was haben wir hier für einen Drive-Shaft? Das hat ja alles nichts mit dem Motor zu tun, dass der Motor Aussätze hat, wenn hier alles in Ordnung ist. Wir haben die Zündkerzen überprüft. Wir haben die Verkabelung überprüft. Die haben wir doch überprüft, oder? Ich meine, wir haben sie in der Hand gehabt. Oder ist mir da was durchgegangen? Was haben wir denn hier? Engine Inspect? Und was ist das? Engine Inspect. Nö. Oh. Wie? Kann man in den Motor reinzoomen? Ist aber ganz schön, soll das so sein? Ist grafisch jetzt, glaube ich, nicht so gut. Geh mal hier auf Examine. Vielleicht sehen wir da irgendwas. Kann man in den Motor reinzoomen? Soll das so sein? Liebe Zuschauer, ich weiß es nicht. Soll doch so nicht sein, oder?
Nun, wenn ihr die Lösung wisst dort draußen, weil die Zeit läuft und schon wieder davon. Ich habe auch gedacht, es wäre ein bisschen einfacher. Ich kann jetzt nicht einfach auf doof Öl nachfüllen, oder? Das wird so mit Sicherheit nicht sein. Da ist auch gar kein Loch drin im Motor. Gut, machen wir das mal anders. Füllen wir doch mal Öl nach. Dafür braucht man meine Ölwanne. Nennt man das Ding so? Ölwanne, Ölkanne. So. Weil sonst müssen wir nämlich die Verschmutzung bezahlen. Wo kommt das Öl raus? Hier steht die Wanne. Das könnte so passen. So. Komm. Muss ich erst wieder auf Engine Inspect gehen. Ja, manchmal ist die Steuerung ein bisschen kompliziert. Du sollst das Teil aufdrehen. Habe ich schon mal gesagt, dass die Steuerung manchmal ein wenig kompliziert ist? Ich will doch nur an den Verschluss hier, genau. So. So, drehen doch bitte auf. Danke. Nö, das Öl sieht eigentlich ganz normal aus. Toll. Das ist ja super. Bleib du mal da stehen. Habe ich jetzt den Propfen wieder reingemacht? Ja. Also ist es auch nicht das Öl. Schaut mir den Wagen nochmal von der Perspektive an. Ich sehe hier keine roten Teile. Und wenn der Motor doch Aussätze hat, dann kann es doch nur am Motor liegen und nicht an irgendwelchen mechanischen Teilen. Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Jetzt für mein Verständnis macht das keinen Sinn. Auf jeden Fall müssen wir ihn jetzt auch noch Öl auf unsere Kosten nachfüllen. Was für eine Schweinerei. Sauerei. Ja, komm hier. Auch noch das teure 10W30. Ich werd bekloppt. Dabei habe ich mich schon in 2 Jahren auf der Karibik gesehen. Oder in der Karibik. Auf jeden Fall weg von hier. Ja, ja, reicht, reicht, reicht. So. Jetzt möchte ich aber dennoch mal wissen, was das hier für ein Schaltknopf ist, wenn ich da drauf klicke. Wir haben zweimal Engine Inspect und hier. Was haben wir da? Ach, das ist wahrscheinlich dieses Engine Inspect von unten, oder? Warum wird mir das denn oben angezeigt? Das ist ja duselig. Keep an oil between max and minimum marks. Ja, das passt soweit. Vielleicht ist es nur der Filter, der hinüber ist. Den habe ich noch gar nicht überprüft. Wenn es jetzt wieder so ein kleines Pimmelteil ist, ja? Nee, ist es auch nicht. Das ist in Ordnung. Vielleicht ist es wirklich die Gearbox, obwohl, ne, die hat 95%, das ist alles in Ordnung. Ah, ich weiß es einfach nicht. Wir haben noch die Zündkerzen überprüft, die sind alle in Ordnung. Die Teile hier sind es nicht. Wir haben noch sonst alles überprüft. Ich weiß es nicht. Liebe Zuschauer, schreibt es mir in die Kommentare, was hier dran kaputt ist. An diesem komischen Motor. Ich komme einfach nicht drauf. Macht für mich keinen Sinn. Batterie ist auch in Ordnung. Jetzt verstehe ich auch, warum die andere Werkstatt gesagt hat, wir haben nichts gefunden. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Der Wagen ist in Ordnung. Also, theoretisch. Wenn es an mir geht. So. Nehme ich den nochmal auseinander. Vielleicht waren es ja doch die Zündkerzen. Vielleicht sind die doch nicht alle in Ordnung. Nein, die sind alle in Ordnung. Zumindest auf der Seite. Die Verkabelung wieder dran. Wir haben das Teil da unten ausgetauscht. Dieses Modul haben wir ausgetauscht. Nehmen wir die Verkabelung nochmal ab. Schauen nochmal genau hin. Die Zündkerzen sind alle okay. Hier an der Seite ist alles in Ordnung, oder? Was ist mit der Rolle hier unten? Können wir die überprüfen? Crankshaft Pulley. Ich glaube, der einzige Teil, was wir noch nicht ausgebaut haben, oder? Dann werden wir das jetzt noch eben machen. Auch wenn ich dafür wieder eine 500.000 Teile vorher entfernen muss. So, was muss ich denn entfernen, um das Teil loszukriegen? Vielleicht kann ich das auch gar nicht entfernen. Wer weiß. So, dann das Teil muss weg. Das Teil muss weg. Und dann kann ich das Teil entfernen. Das ist einfach nur da. Das kann ich gar nichts mitmachen. Super genial.
Nochmal auf den Examine-Modus. Hier ist alles grün, ist alles in Ordnung. Ich sehe nichts Rotes mehr. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Das wäre jetzt in Wirklichkeit schon wieder was, wo ich stehen würde. Ja. Was ist hier los? Okay, eine Möglichkeit habe ich noch, dass wir nochmal die Elektrik auslesen. Das könnte natürlich sein. Aber ich meine, gerade auch auf der Strecke war doch nichts. Der Wagen war in Ordnung. Ja, der war in Ordnung. So, Plastikabdeckung. Na, nicht ins Menü. Jetzt lesen wir noch einmal die Elektrik aus und wenn es dann nicht geht, dann weiß ich auch nicht. So, schön mit den schmutzigen Klamotten in den Wagen reinsetzen. Und dann gucken wir mal, ob die Elektrik irgendetwas ausspuckt. Aha, aha, Und, ja, Finalizing, Okay, keine Fehler in der Elektrik. Ja, dann stehe ich jetzt echt hier auf dem Schlauch. Wahrscheinlich ist es einfach nur irgendwo ein kaputter Schlauch, aber ich weiß nicht, welcher Schlauch es sein könnte. Wenn ihr es wisst, haut mir das in die Kommentare. Ich bin gerade mal wieder ziemlich aufgeschmissen. Und nebenbei gemerkt, wir sind gerade mal in Auftrag 30. Also ich habe noch nicht mal die Hälfte geschafft auf dem Weg zum Endlos-Modus. Oje, oje, oje. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut es mir in die Kommentare. Gebt mir den grünen Daumen, gebt mir +1 und schickt mir mal einen richtigen Kfz-Mechaniker vorbei, der mir mal sagt, was ich hier für Mist baue. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und bye bye.